Na, hallo, Schatz. Phil, das ist Sharon. Meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Bis sie auf die Uni ging und ich sie wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Dito. Hallo. Hallo. Und, macht sie dich nicht an? So dünn. Sieht umwerfend aus. Bist du verheiratet? Leider nicht. Und eindeutig nicht schwanger. Hast du nicht Lust, mal die Rollen zu tauschen? Weiß nicht, du siehst aus, als ginge es dir ganz wunderbar. Ja, am Apparat. Was? Verzeihen Sie, Miss. Entschuldigung. D.I. Sharon Myers. Schickes Schuhwerk. Naja, ich hatte noch keine Zeit auszupacken. Wie ist Ihr Name? Marcus, ma'am. Marcus, seien Sie so nett und besorgen Sie mir 2 Aspirin und einen Becher Kaffee, ja? Schwarz. Danke. Ja, gut. Verkatert? Ja, Alkohol habe ich noch nie vertragen. Na, hiervon werden Sie nüchtern. Wie heißt sie? Leslie Tennant. Ich habe sie gestern Abend auf meinem Klassentreffen gesehen. Kennen Sie sie? Aushilfslehrerin, war seit ungefähr einem halben Jahr hier. Willkommen in Luckwell. Zeitpunkt des Todes? Schwierig, das jetzt schon genau zu sagen. Irgendwann, zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Und wie starb sie? Erstochen, mit einem einzigen Stich in die Brust. Was ist mit den Spuren seitlich am Hals? Die roten Spuren. Ziemlich groß, hier und hier. Irgendwas wurde ihr da weggerissen, nachdem sie überwältigt wurde. Eine Halskette? Dann wäre da noch was, die Schrift auf der Hand. Das meiste ist im Wasser schon abgegangen, aber es könnte nützlich sein. Vielleicht ein Ort, wo sie hin musste oder jemand, den sie treffen wollte. Marcus? Wir sehen uns im Haus des Opfers.
Ich nehme die. Ihre Post. Wissen Sie, ob sie einen Freund hatte? Es heißt, dass sie sich mit einem Typen von Massey's Holzlager getroffen hat. Massey's? Paul Dalton. Er ist vor ein paar Wochen weggezogen. Hat er eine Anschrift hinterlassen? Werde ich prüfen. Da steht ein Laptop im Schlafzimmer. Sollen wir den sicherstellen? Denken Sie denn, der kann uns helfen? Vielleicht hat sie ihr Adressbuch drauf, E-Mails und so. Dann sollten wir ihn wohl mitnehmen, oder? Ja, Ma'am. Sie kennen mich nicht mehr, oder? Harry Fielding. Ich war im Jahrgang unter Ihnen in der Schule. Oh. Ich habe seitdem ein bisschen zugelegt. Also das mit Ihrem Vater tut mir sehr leid. Ein Herzinfarkt, nicht? Schlaganfall. Naja. Sehen Sie, sie hat eine Halskette getragen. Liebe, Hass, Geld. Drei gute Motive für einen Mord. Ihre Handtasche und Ihr Handy sind noch verschwunden. Die Theorie wäre nicht schlecht, wenn ich noch in Manchester wäre, aber für einen Kampf gab es keine Anzeichen. Sie kannte Ihren Mörder. War es vielleicht Ihr Freund? Der Liebhaber? Er hat ihr die Kette geschenkt. Sie hatte einen emotionalen Wert. Mehr als das. Er hat sie mitgenommen, denn hätte er sie in der Wohnung gelassen und wir sie gefunden... Erst nur ein Schritt zu ihm. Ihr PC-Adressbuch. Kannten Sie die Verstorbene? Ob ich Leslie kannte? Ja, ungefähr so gut wie du auch, Harry. Ich mache hier nur meinen Job. Dann nimmst du also jeden Mann der Stadt ins Kreuzverhör, ja? Nur die, deren E-Mail-Adresse auf Leslie Tennants Computer waren. Aber ich bin mir sicher, dafür gibt es eine völlig harmlose Erklärung. Ja, die gibt es. Ja, ich erinnere mich, sie wollte, dass ich einen ihrer Schüler nehme als Praktikanten. Ich habe sicher noch irgendwo ihren Brief. Will Davis hieß er, glaube ich. Tja, wenn Sie den Brief finden könnten, wäre das sehr hilfreich für uns, Mr. Massey. Andrews. Massey ist nur der Name der Firma. Er trägt ihn seit der Heirat. Ach ja, sicher. Entschuldigung. Hast du mit ihr gesprochen? Mit Leslie? Hast du gestern mit ihr geredet? Ja, ein paar Worte. Sie hat das Treffen ja mitorganisiert. Hat sie irgendwas erwähnt? Was? Etwas, was da eigentlich unwichtig erschien, ob sie noch irgendwo hin wollte nach der Party. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Am besten fragen Sie Herrn, sie kriegt sowas immer mit. Und wann bist du gestern Abend gegangen? So kurz nach 10, wir waren mit Sharon, D.I. Myers, die meiste Zeit zusammen. Bist du direkt nach Hause gegangen? Ja, meine Frau kann das bestätigen. Das macht sie sicher. Entschuldigung, dass wir Sie hier stören mussten. Das war's dann? Es sei denn, Sie haben unbedingt vor, einen Mord zu gestehen. Sie war ein reizendes Mädchen. Nach meiner Erfahrung sind es gerade die, denen sowas geschieht. Schönen Tag noch, Mr. Andrews. Was ist der für ein Typ, dieser Philip Andrews? Eigentlich ganz nett, wenn Ihnen diese Art gefällt. Ihnen nicht? Es stimmt also, was man sich über kleine Gemeinden erzählt. Er ist ja nicht gerade ein Fremder hier. Schon vor 5 Jahren kreuzte er hier in der Stadt auf. Wanderferien. Er lernte Helen kennen und... Und dann blieb er einfach. Es ist ein Blue John Stein.
Die Halskette, Jetsons führen die im Harefield Way. Gut, gehen Sie dahin. War ich. Die haben 3 im letzten halben Jahr verkauft. Wieso im halben Jahr? Seitdem war Leslie Aushilfslehrerin hier. Oh, Sie werden irgendwann mal einen richtig guten Kopf abgeben, Marcus. Ja, Ma'am. Und an wen verkauft? Ma'am? Die 3 Personen, die die Kette gekauft haben. Oh, richtig. Ich gehe noch mal hin und, Ja. Sie kennen ihn also nicht so gut wie seine Frau. Ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er nicht so ein Unschuldslamm ist, wie alle sagen. Und beruht das auf Fakten? Oder ist das reine Spekulation? Ich habe keine klaren Beweise, falls... Falls Sie das meinen. Abgesehen davon, dass Sie immer noch für seine Frau schwärmen. Das ist Jahre her. Wieso werden Sie denn rot? Aber vielleicht frage ich Sie selbst. Sie steht nämlich hinter ihm. Hi. Hi. Wir haben gerade von dir geredet. Stimmt's, Harry? Hi, Harry. Hi. Wie läuft's denn mit den Chorproben? Gut. In 2 Wochen ist das Viertelfinale. Die Regionalmeisterschaften. So, das Beste wäre wenn wohl... Wenn Sie sich jetzt von Haus zu Haus durchfragen. Ja, also dann, Helm. Komm rein, komm. So sieht also das Büro einer Kriminalinspektorin aus. Philipp hat gerade angerufen. Leslie. Ja. Ich kannte sie nicht so gut, aber... Was für ein erster Tag, hä? Naja, offiziell fange ich ja erst am Montag an, aber... Also, Helen, ich würde ja sehr gern mit dir plaudern, aber ich habe hier noch... Naja, vielleicht hast du ja mal Lust auf Hausmannskost und ich dachte, wahrscheinlich hast du keine Zeit, dir selbst was zu kochen. Ich erkläre dich offiziell zur Lebensretterin. Ach, Helen, wir haben mit Philipp gesprochen. Das war reine Routine, wir befragen einfach alle. Wir müssen auch mit dir reden. Ja, sicher. Schön, dass du wieder hier bist. Fangen wir hier an. Mrs. Meadows, vor ein paar Monaten hierher gezogen. Morgen, Mrs. Meadows. Geht es um die Lehrerin? Ja, wir befragen alle in der unmittelbaren Nachbarschaft. Dürften wir bitte reinkommen? Mhm. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Machen Sie das mal. Hier bin ich nämlich aufgewachsen. Die Tür auf, Sharon. Lass mich rein. Lass mich rein, Sharon. Ehrlich? Ich sah grässlich aus. War eine schöne aus. Zeit. Ich erlaube dir, die zu verbrennen. Ich habe irgendwo noch ein paar richtig peinliche. Der Abstecher in die Vergangenheit reicht mir, ehrlich. Wieso sind Sie dann wieder hier? Phil? Sie haben sich doch ein Haus in der Morview Lane gekauft. Ich hab's gemietet. Seit wann sind Häuser eigentlich so teuer? Helen hätte für Sie einen guten Preis ausgehandelt. Arbeitest du als Maklerin? Hab ich.
Bis letzten Monat, ja. Und nach der Geburt? Ich möchte zu Hause bleiben. Mutter sein, Ehefrau. Wahrscheinlich klingt das für dich sehr altmodisch. Nein. Klingt gut. In der Schule konnte sie sich die Jungs nur so aussuchen. Ach, jeden, den sie wollte. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Oh, das kam aber jedem so vor. Hast du nicht Lust, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Dafür bist du nicht betrunken genug. Dann ist es also nur ihr Job, der sie zurückführt. Ja, hat man mir einen guten Job angeboten. Ja, und die Zeit war auch irgendwie gekommen. Schicksal? Ja, womöglich. Wenn ich an Schicksal glauben würde. Das Leben in der Großstadt wurde für mich immer uninteressanter. Eigentlich dachte ich nur noch an die Arbeit. Und dann Dads Tod. Danach gingen mir die Ausreden aus, wieso ich noch fortbleibe. Ich mache uns Kaffee. Nein, lass mich doch. Ich muss sowieso wieder hoch. Einer der Vorzüge, wenn man im 8. Monat schwanger ist, die schwache Blase. Aber du könntest etwas Holz holen. Es wird langsam kühl hier. Mhm. Bist du wirklich zurückgekommen? Das sagte ich doch. Weißt du, was ich denke? Du bist unseretwegen wieder hier. Uns existiert nicht. Schon seit Monaten nicht mehr. Dafür hast du gesorgt. Es schwer haben. Wer? Sharon. So allein, ohne Familie. Guten Morgen. Oh, hi, Terry. Sie hat ja immerhin dich. Das ist ja wohl kaum vergleichbar. Sie hat so viel vorgehabt, immer Pläne geschmiedet. Hm. Da wird man dankbar über das eigene Glück. Ach ja? Inwiefern? Na, ich habe ein tolles Haus und einen tollen Job. Hm. Das ist alles? Eine Frau, die ganz okay ist. Weißt du, wenn du mir eine halbe Stunde Zeit lässt, dann kann ich das ändern, dieses okay in ganz toll. Du schlägst doch jetzt nicht vor, dass ich zu spät zur Arbeit kommen soll. Du bist ohnehin zu pflichteifrig, das ist nicht normal. Ich bin der Boss und gehe als gutes Beispiel voran. Lass uns die Firma loswerden, die raubt uns jeden Spaß. Also dann. Und du, pass auf deine Mutter auf. Hey, 5 saubere Fußballtrikots. Du bist übrigens toll. Thank you.
einen Kaffee? Okay. Alles okay? Das ist Arbeit. Hallo? Hier ist Harry. Ja, und ich, ja, hab verschlafen. Hat Marcus schon irgendwas erreicht in dem Laden, Harry? Sieht so aus, als ob wir einen Verdächtigen haben. Wen? Ich verstehe. Ja, ich komme sofort hin. Sharon, zieh dich an. Wir können nicht ignorieren, was gerade passiert ist. Du bist nicht die Einzige mit einem schlechten Gewissen. Man hat dich gesehen. In der Nacht, als Leslie starb. Ein Pärchen, das mit dem Hund draußen war. Harry ruft dich gleich an. Tu dann überrascht. Am besten gehen wir getrennt hin. Wir sehen uns auf Sharon, dem Revier. Sharon, Sharon! Du hast gesagt, du bist direkt mit deiner Frau nach Hause gegangen. Genau. Und warst die ganze Nacht zu Hause? Nein. Du hast uns also belogen? Ich war noch draußen. Ganz allein? Joggen. Nachts um 22:45. Um den Kopf klar zu kriegen. Ich musste über vieles nachdenken. Und diese unwichtige Tatsache ist dir dann praktischerweise entfallen. Etwas zu vergessen ist kein Verbrechen. Vermutlich werde ich nur älter. Ich wollte herkommen und es euch sagen. Heute. Warst du Leslies Liebhaber? Ich nehme an, du fragst das, weil es zu einer professionellen Befragung gehört und nicht, weil du einen persönlichen Rachefeldzug gegen mich führst. Antworten Sie nur auf die Frage, Mr. Andrews, bitte. Meine Frau ist im 8. Monat schwanger. Also findet jetzt kein Sex statt. Du bist frustriert und schaust dich woanders nach etwas Spaß um. Das ist dann wohl der Zeitpunkt, meinen Anwalt anzurufen. Warst du Leslies Liebhaber, ja oder nein? Nein. Was ist mit den beiden, die mit dem Hund draußen waren? Hast du die überprüft? Vielleicht haben sie Leslie ermordet. Ist das eine seriöse Untersuchung oder eine Hexenjagd? Er lügt. Ja, mag sein. Aber solange wir nichts Greifbareres haben als pubertäre Eifersucht, gilt er als unschuldig. Woher wusste er das? Was? Wer ihn gesehen hat. Von mir hat er es nicht. Die Kleinstadt, sowas verbreitet sich hier schnell. Liegt schon das Ergebnis der Autopsie vor? Das besorge ich. Ja, und zügig. Ich möchte keine Zeit mehr vergeuden. Also... Beeil dich bitte. Ja, bin sofort unten. Er tritt schon. Er wird mal genauso ein Fußballer wie sein Vater. Glaubst du, ich werde ein guter Vater sein? Was? Naja, wenn ich an manches denke, was ich getan habe. Du warst noch ein Kind. Jedem tut irgendwas leid. Nur dir nicht, oder? Die Rolle der Schulrebellin war schon von Sharon besetzt. Ich meine, was weiß ich schon übers Vatersein? Im Ernst, es ist ja nicht so, dass ich das perfekte Vorbild hatte. Es geht nicht darum, was du getan hast, Philipp. Nur das, was du tun wirst, das zählt. Die Zukunft. Wir, das ist wirklich wichtig. Du wirst ein wunderbarer Vater sein. Du bist miserabel im Rasieren, aber ein wunderbarer Vater. Womit habe ich dich nur verdient? Unsere ganze Gemeinde ist tief erschüttert über Leslies furchtbaren Tod. Ganz gleich, ob wir sie persönlich kannten oder nicht. In diesem Gedenkgottesdienst erinnern wir uns an sie als eine lebhafte, warmherzige junge Frau, die bei den Kindern, die sie unterrichtet hat, sehr beliebt war.
Eine ihrer Schülerinnen wird nun zum Ausdruck bringen, was sie empfinden im Angesicht des Verlustes. Gedenke von Christina Rossetti. Gedenke mein, wenn ich gegangen bin, weit weggegangen in das stille Land. Wenn du mich nicht mehr hältst an meiner Hand, noch ich im Gehen mich wende zu dir hin. Gedenke mein, wenn nicht mehr Tag für Tag dein Mund von unserer Zukunft planend spricht. Gedenke nur, du weißt, dass später nicht Beratung und Gespräch uns glücken mag. Doch solltest du mich eine Zeit vergessen und dann erinnern, sei nur nicht betrübt. Denn wenn dir Dunkel und Verderbnis lassen, nur eine Spur, Gedanken einst geübt, ist Heiterkeit viel eher angemessen, als traurig im Gedenken zu erblassen. Sharon, schön, dass Sie wieder da sind. Schade, dass Sie nicht zur Beerdigung kommen konnten. Sie wussten es. Alles, was er mir angetan hat, haben Sie alle gewusst. Aber gesagt haben Sie nichts. Ich weiß, wenn du lügst. Du hast mich genauso angesehen, als du gesagt hast, du verlässt deine Frau. Weißt du es nicht mehr? Und? Ob ich mit Leslie geschlafen habe? Ich finde es raus. Verlass dich drauf. Ja. Nur einmal? Nach einer Party. Sie war zu betrunken zum Fahren, da habe ich sie nach Hause gebracht. Es war einfach nur Sex. Ich schwöre es. Ich schwöre es bei meiner Frau, dass... Lass das sein! Aber du bist ja deiner Frau auch nie treu gewesen. Wieso sollte ich erwarten, dass du es bei mir bist? Du warst doch gar nicht da, oder? Monatelang nicht, hast du selbst gesagt. Sharon, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich habe sie nicht getötet. Das war es also mit uns. Ein Fehler. Wenn Hell nicht schwanger wäre und die Dinge anders wären... Sharon... Sag nichts, was du nicht so meinst. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.
Ob ich mit Leslie geschlafen habe? Ja. Es war einfach nur Sex. Ich schwöre es. Ich habe sie nicht getötet. Ich schwör's bei Gott, ich habe sie nicht getötet. Sharon Myers. Der Zeitpunkt des Todes liegt zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr. Ein Messer? Größe und Form der Einstichwunde deuten darauf hin, dass die Tatwaffe ein Schraubenzieher war. Etwas in der Art. Wie sieht's mit der Schrift auf der Hand aus? Ich konnte nur einzelne Buchstaben erkennen, aber die Stiftspitze könnte einen Abdruck hinterlassen haben. Ich werde das noch weiter untersuchen. Es muss Philip gewesen sein. Sie kannte ihren Mörder. Er wurde zum Zeitpunkt des Todes in der Nähe des Tatorts gesehen. Wo waren Sie an dem Abend? Zu Hause, im Bett. Kann das jemand bestätigen? Nein, und aber... Und Sie kannten sie. Ihre Handtasche und Ihr Handy fehlen immer noch. Lassen Sie alles nochmal absuchen. Das haben wir doch schon getan. Na, dann wissen Sie ja, was zu tun ist, oder? Sharon Myers. Hier ist Marcus, Ma'am. Ja, ich war gerade bei Jetsons. Zwei der Kunden, die die Ketten gekauft haben, bezahlten mit Kreditkarte. Und der dritte? War. Gibt's eine Beschreibung? Ein männlicher Weißer, Anfang 40, mittlere Größe und Statur, braune Haare. Sollen wir ihn nochmal zu uns holen, Ma'am? Sind Sie noch dran, Ma'am? Ja, haben Sie das schon jemand anderem erzählt? Nein. Ist Harry noch bei Ihnen? Ja, ich kläre das. Und Sie melden sich wieder, wenn Sie wissen, wer die anderen Kunden waren. Ja, Ma'am. Wie nett von dir, Blumen mitzubringen. Die sind wunderschön. Das war doch das Mindeste nach deinem fantastischen Essen neulich. Ach, etwas tiefgefrorenes, kurz angebraten. Für einen Michelangenstern wird das nicht reichen. Ist Philipp nicht da? Nein, arbeiten, wie immer. Ich hol dafür mal Wasser. Ich weiß, wo die Fotos sind. Welche Fotos? Die aus unserer Kindheit. Sie liegen in der Garage im obersten Regal. Ich würde sie selbst holen, aber ich mache uns einen Kaffee. Okay. Was machst du hier? Helen wollte, dass ich mir die Fotos ansehe und... Sharon, sieh mich an. Sieh mich an. Du hast gesagt, du weißt, wann ich lüge. Ich war es nicht. Ich schwöre bei Gott, ich war es nicht. Oh, hallo, Liebling. Hi, Schatz. Also, Helen, wir müssen das ein andermal machen. Ich muss wieder zurück zum Revier. Wie geht's denn voran? Noch gar nichts Konkretes, aber wir sind nah dran.
Also dann. Macht's gut. Ich habe deine Nachricht erhalten. Ich hoffe, du hast sie gelöscht. Ich will nicht, dass jemand was Falsches denkt. Natürlich. Das hatte ich vergessen. Du bist ja ein wahrer Meister darin. Du hast gesagt, du möchtest mich sehen. Oh, wie dumm von mir. Du hattest deinen Spaß und jetzt heißt es, leb wohl, Philipp. Das heißt dann wohl, dass du mir nicht glaubst. Aber wenn Leslies Täter gefunden wurde, dann wird dir klar werden, dass du einen großen Fehler gemacht hast. Was ich gesagt habe, meinte ich ernst. Ich liebe dich, Sharon. Was ist das? Du erkennst sie nicht? Die habe ich noch nie im Leben gesehen. Hör auf zu lügen. Aber ich lüge nicht. Was ist damit? Ein Mann, auf den deine Beschreibung passt, hat sie vor 2 Wochen gekauft. Leslie hat sie beim Klassentreffen getragen. Aber als wir ihre Leiche fanden, war sie weg. Ich kann dir nicht folgen. Ich habe sie in eurer Garage gefunden, Philipp. Wärst du an meiner Stelle, was würdest du daraus folgern? Keiner kauft Geschenke nach einer einzigen Nacht. Du hast mir auch keins gekauft. Es war nur ein bisschen Spaß. Aber Leslie hat es nicht so gesehen, oder? Nein. Also, eine junge Frau, verrückt nach einem verheirateten Mann, droht seiner Frau, alles zu erzählen. Er fühlt sich in der Falle. Kommt dir das bekannt vor? Der einzige Unterschied dieses Mal ist, sie meint es ernst und du kriegst eine Heidenangst, oder, Philipp? Darum willst du dich mit ihr treffen und dir sagen, dass du es dir anders überlegt hast. Nein. Ich liebe dich, triff dich mit mir am Stausee. So ist es nicht gewesen. Habt ihr euch immer dort getroffen? Hast du sie da getötet? Wieso tust du das? Ich weiß, du hast Leslie getötet. Du weißt gar nichts. Diese Kette lag in deiner Garage, Philipp. Eine Kette, die du für sie gekauft hast. Sehr clever, sie zwischen den Sachen deiner Frau zu verstecken. Ich mach es nicht. Und wie kommt sie dann dahin, Philipp? Wartest du noch? Da hinten liegt ein Messer. Mit etwas Glück hat dich keiner kommen sehen. Ich bin mir fast sicher, dass du deiner Frau nicht gesagt hast, wo du hingehst, oder? Ich war es nicht. Sharon, ich war es nicht. Solange du das tust, was ich dir sage. Ich liebe dich. Bis in alle Ewigkeit. Der Ortsansässiger wird verhört. Ein
Heldentumsdelikt. Geldbuße für falsches Parken. Wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Hier kann man nicht mal niesen, ohne dass das jeder mitkriegt. Die einzigen Personen, die davon wussten, Harry, arbeiten in diesem Gebäude, um es genau zu sagen, in diesem Büro. Die Kleinstadt. Sowas verbreitet sich schnell. Was hältst du von David? Was? Wir müssen uns bald entscheiden. Wir können ihn ja nicht weiter Bäuchlein nennen, dann kriegt er einen Komplex. Was ist los? Hey, hey, hey. Hey, komm doch, wir finden schon einen Namen. Nein, nein. Man denkt, man lebt in Sicherheit, weißt du? Aber dann stirbt Leslie auf diese Art. Man denkt doch, dass hier sowas nie passieren kann. Das soll doch jetzt die glücklichste Zeit meines Lebens sein. Hey, alles wird wieder gut. Gott, bin ich wieder egoistisch. Nein, 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 du hast einfach Angst. Wir haben alle Angst. Geh heute Abend nicht laufen. Alles okay? Ja. Hallo? Hi, ich bin's. Und, hast du schon drüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Ich liebe dich. Ich kann dir helfen, Philipp. Ich bin die Einzige, die das kann. Ehrlich gesagt, hast du dabei überhaupt keine Wahl. Hörst du mir überhaupt zu? Oh nein, die haben wir schon. Ja, danke sehr. Wiederhören. Eine Versicherung. Ich komme zu spät zum Spiel. Bis dann, Schatz. Helen. Was tust du da? Ich rufe Sharon an. Was? Niemand darf rumlaufen und andere mit etwas beschuldigen, nein, nein, was sie gar nicht getan haben. Sie haben mich verhört. Was? Wer denn? Wovon die redest Polizei. Du? Ich weiß. Sharon hat's mir erzählt. Sie haben uns nein, alle nein, befragt. Nein, nein. Erneut. Sie haben mich nochmal befragt. Wann? Gestern. Warum? Ich meine, das ist doch lächerlich. Du würdest nie... Natürlich nicht. Entschuldige, ich habe nicht nachgedacht. Ich liebe dich. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Die machen nur ihre Arbeit, ich weiß das, aber du weißt doch, wie herumgetratscht. Ja, ein Grund mehr ist, Sharon, zu sagen... Was, dass jemand in der Stadt denkt, ich hätte Leslie getötet? Sie mag eine Freundin sein, aber sie ist auch Polizistin. Außerdem, sie denken ja schon, dass ich... Aber ich verstehe nicht, wie die darauf kommen. Keine Ahnung. Die müssen doch einen Grund haben. Ich habe gesagt, ich habe keine gesagt. Ahnung. Was ist? Helen? Was ist? Was ist? Ich hole einen Arzt. Nein. Ist schon vorbei. Geht schon. Hey, musst du nicht zu deinem Fußballspiel? Ich werde dich doch jetzt nicht allein lassen. Ich hab doch gesagt, es geht wieder. Und wenn du da nicht auftauchst, denken die doch, es stimmt was nicht. Du musst ganz normal sein, Phil, was auch passiert. Nimm meinen Wagen. Ist gut, okay, ja. Leslies Handy gibt's noch keine Spur. So bleibt's auch, wenn's ausgeschaltet ist. E-Mails an Leslie.
Sie hat sie gelöscht, aber vergessen, sie ganz von ihrer Festplatte zu entfernen. Sie stammen von seinem Computer. Das ist ein Firmencomputer mit einer E-Mail-Adresse, auf die jeder Zugriff hat. Signiert mit P. Sie haben jemanden genannt, mit dem Sie ausgingen und der da gearbeitet hat. Ja, aber nur für kurze Zeit. Paul Dalton ist vor 6 Wochen weggezogen. Und wissen Sie, wo dieser Paul Dalton jetzt steckt? Nein. Die letzte E-Mail ist vom 3. Mai, also eine Woche bevor er wegging. Hören Sie auf, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und machen Sie lieber Ihre Arbeit. Frank, ich stehe nicht auf der Liste? Nein. Die Jungs dachten, es wäre Zeit für eine Veränderung. Und in letzter Zeit bist du auch nicht in Topform gewesen. Oder doch? Ihr Blutdruck ist recht hoch. Aber es ist doch nichts Ernstes. Wir müssen sie aber über Nacht hier behalten, als reine Vorsichtsmaßnahme. Hatte sie denn so viel Stress in der letzten Zeit? Sharon? Wo bin ich? Im Krankenhaus. Und das Baby? Dem geht es gut. Es wird alles wieder gut. Wieso weinst du dann? Ich bin wohl doch nicht so zäh und unverwüstlich, wie ich dachte. Du hast uns allen ganz schön Angst eingejagt. Tut mir leid. Weißt du noch, als wir Kinder waren? Da warst du immer für mich da. Als mein Vater... Du warst die Einzige, die mir geglaubt hat. Und was mache ich? Ich schicke dir keine einzige Weihnachtskarte. Aber gedacht habe ich immer an dich. Du bist ja jetzt hier. Oh, Philipp. Es ist alles in Ordnung mit beiden. Der Arzt sagt, sie wird schon bald wieder auf den Beinen sein, aber sie behalten sie noch über Nacht hier. Philipp! Hast du mit Sharon gesprochen? Was? Ach, das Auto, ja. Und, was hat sie gesagt? Sie werden es untersuchen. Du weißt ja, wie die Polizei ist. Was ist? Hey, es gibt keinen Grund zur Sorge, ich bitte dich. Ich habe bemerkt, wie sie dich ansieht. Was? So war sie schon in der Schule. Sie war in den Sohn des Direktors verknallt und konnte ihn nicht in Ruhe lassen, bis... Obsessives Verhalten nannte das der Arzt. Der Arzt? Vielleicht hat sie sich geändert. Aber wenn sie ernsthaft glaubt, dass du Leslie getötet hast, dann versprich mir, dass du vorsichtig bist, Phil. Ja, natürlich, natürlich. Was ist hier los?
Ein Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Andrews. Den habe ich nicht beantragt. Aber ich. Wir haben mit Paul Dalton geredet. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Hat er auch gesagt, ob er der Absender dieser E-Mails ist? Er erwähnte... Er weiß davon überhaupt nichts. Auch wenn wir eine Wahl hätten, wir müssen das Haus der Andrews durchsuchen. Okay. Danke, Ma'am. Dann mal los, auf geht's. Warum haben Sie ihr nicht gesagt, dass Dalton die E-Mails gestanden hat? Hat er das? Das habe ich nicht gehört. Okay, durchsuchen Sie die Garage. Helen ist nicht da? Im Krankenhaus. Ist alles in Ordnung? Ein Schwächeanfall. Stress. Was gefunden? Nein. Wir müssen auch Ihre Firma durchsuchen. Das war nicht meine Idee. Ein Lippenstift. Haben wir hinter dem Aktenschrank gefunden. Helens? Schicken Sie ihn ins Labor zum DNS-Test. Er hat schon einige Vorstrafen. Ein paar Strafzettel machen ihn nicht gleich zum Mörder. Ein Eigentumsdelikt, ganz zu schweigen von seiner Familie. Ach, Sie werden es mir ja sowieso erzählen. Sein Vater saß immer wieder im Knast. Er hat also Mist gebaut als Kind. Falls das Ihr Kriterium für Schuld ist, dann bringen Sie auch Handschellen für mich. Unsinn haben wir alle gemacht. Nur hatte nicht jeder von uns einen persönlichen Draht zu Gott und konnte mit ihm plaudern. Hallo? Wer ist da? Nur erklären. Hör auf! Lass mich los! Ja, gut! Dass sie deine Firma durchsuchen, wusste ich nicht. Ach, wirklich? Harry hat mich übergangen. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Philipp, bitte! Wenn es nach mir ginge, sollte ich nie etwas tun, das dir schaden könnte. Ich will doch auf keinen Fall, dass du ins Gefängnis kommst, Philipp. Ich liebe dich. Du hast gesagt, du fühlst dasselbe. Du glaubst mir doch, oder? Philipp. Oh, Philipp. Alles wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Nein, ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Das ist nicht richtig. Wir sollten das lassen, wenn Harry rausfindet, dass du hier warst. Aber ich kann dir helfen. Ich brauche deine Hilfe. Du stehst vor einer Mordanklage, Philipp. Die Indizien verdichten sich gegen dich. Das Risiko gehe ich ein. Sie haben einen Lippenstift in deinem Büro gefunden. Ja, und?
Wenn der zu Leslies DNS passt, dann stürzen sie sich auf dich. Wir haben auch ihren Ex Paul Dalton aufgespürt, doch er hat offenbar ein wasserdichtes Alibi für den ganzen Abend. Uns gehen die Verdächtigen aus. Aber ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Ah ja? Hör zu. Der Lippenstift wird nicht vor morgen früh ins Labor geschickt werden. Womöglich kann ich ihn austauschen. Wo bewacht Helen ihre Schminksachen auf? Im Badezimmer. Okay. Da ist dann noch der dich beim Juwelier gesehen hat. Du kannst sagen, es ist eine Überraschung für deine Frau. Ihr habt doch Hochzeitstag am Monatsende, oder? Ja, am 25. Ja. Siehst du, alles ist möglich für jemanden, der dich so sehr liebt. Und schon gibt's keine Probleme mehr. Solange du nur ganz ruhig bleibst. Ja. Leslie war nie bei mir im Büro. Wir haben uns niemals dort getroffen. Und? Und? Es ist nicht nötig, die Lippenstifte auszutauschen. Es kann unmöglich ihrer sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du hast gesagt, du glaubst mir. Tue ich auch. Ich habe doch gesagt, es ist mir egal, was du gemacht hast. Die kleine Nutte hatte es wahrscheinlich sowieso verdient. Das tust du nur einmal. Aber kein zweites Mal. Du weißt, dass es der von Leslie ist, weil du ihn da versteckt hast. Genau wie die Kette, oder, Sharon? Was redest du denn da, Philip? Wo hast du ihn gefunden? In ihrer Wohnung? Ha, wäre ein leichtes, oder? Okay, und wieso sollte ich das tun? Weil du mich in der Hand haben willst. Hier geht's nur um Kontrolle, Sharon. Habe ich recht? Lass das. Jetzt lass das! Los, verschwinde. Du machst einen unglaublich großen Fehler. Das werden wir sehen. Sollte der Lippenstift von Leslie sein, dann weiß ich mit Sicherheit, dass du mir das anhängst und auch deine Kollegen. Ach ja, und was denkst du, wem man glauben wird? Was hast du noch getan, Sharon? Außer, dass du Indizien manipulierst. Oder bist du noch weitergegangen? Die ganze Nacht hier? Nein, nein. Nur ungefähr seit 4. Die habe ich mitgebracht. Oh, die sind hübsch. Du arbeitest zu viel, Harry. Ich würde mal lieber... Eigentlich gibt es da etwas. Ich wollte nicht, dass du es von irgendjemandem erfährst. Philip hat... Er hat mit Leslie geschlafen. Und darum habt ihr ihn vernommen. Der Job ist wirklich manchmal ganz schön beschissen. Er ist ein guter Mensch, Harry. Ehrlich. Er würde keinem was antun. Du sorgst doch dafür, dass ihm nichts Schlimmes passiert. Natürlich. Schwöre es.
schwör's. Sie sehen fertig aus. Was? Noch spät im Büro gewesen? Ich habe absolut keine Lust auf Ihre Spielchen, Harry. Ich habe gerade mit Marcus gesprochen. Wann wollten Sie mir denn mitteilen, dass man Andrews in dem Laden identifiziert hat? Ich halte es für ratsam, dass diese Information vertraulich bleibt. Vertraulich? Ja! Und wissen Sie, was nicht vertraulich ist? Meine Empfehlung, Sie von diesem Fall abzuziehen. Das können Sie nicht. Nein, das Vorenthalten von Beweisen ist ein sehr ernstes Vergehen, Harry. Sie wussten, dass die E-Mails von Paul Dalton stammten. Ich wollte es Ihnen sagen. Haben Sie auch den Lippenstift untergejubelt? Reden Sie keinen Unsinn! Ach Gott! Sie sind ja so selbstgerecht. Ich habe einen Fehler gemacht, na schön! Ja. Sind Sie sicher, dass das Ihr einziger war? Was? Na, wir haben ja schon rausgefunden, dass keiner bezeugen kann, wo Sie am Abend von Leslies Tod waren. Und ich weiß mindestens einen guten Grund, wieso Sie sie aus dem Feld haben wollten. Vielleicht so eine Art absurde Gerechtigkeit für die Frau, auf die Sie noch scharf sind. Wie das DNS-Resultat da ist, rufen Sie mich an. Ich gehe ins Krankenhaus und rede mit Mrs. Andrews. Helen weiß sowieso nichts. Hallo, hier ist Harry Fielding, Luckwell. Es geht um das DNS-Resultat von dem Lippenstift, den wir eingesandt hatten. Also ich möchte, dass Sie mich gleich anrufen, wenn Sie es wissen. Ja, und rufen Sie nur mich an. Keinen anderen, ja? Danke. Zeuge einer Tätlichkeit. Ermittelnder Beamter, D.S. Sharon Myers. Ich bin bereit zu reden. So. Wie wär's, wenn du mir von dem Straßenraub erzählst, bei dem du vor 2 Jahren Zeuge warst? Ich weiß jetzt, du und Sharon habt ein Verhältnis. Hat sie es dir erzählt? Was ist passiert, Philipp? Ich war beruflich in Manchester. Sharon war die zuständige Beamtin. Ich wurde mitgenommen und verhört. Wir unterhielten uns... Und seitdem hast du mit ihr eine Affäre? Nein. Wir... Nein, ich hab's beendet. Wann? Vor 5 Monaten. Und warum ist sie dann letzte Nacht in deinem Haus gewesen? Ich kann dir nicht helfen, Philipp, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Sie will die Sache mir anhängen. Was? Den Mord an Leslie. Sie will Vergeltung oder sowas. Sie ist wütend, dass ich mich für Helen entschieden habe. Sie sprach davon, Beweismittel zu fälschen. Zum Beispiel wollte sie den Lippenstift, den du gefunden hast, gegen einen von Helens austauschen.
Sie sagt, sie könnte mir helfen, wenn ich das tue, was sie sagt. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber weshalb ist sie sonst hier? Ganz einfach, sie wurde befördert. Das ist ja ein echter Zufall, nicht? Sie taucht hier auf, kurz darauf wird Leslie ermordet und das ganz in der Nähe von meinem Arbeitsplatz. Würde ich denn hier sitzen, wenn das nicht die Wahrheit wäre? Harry, sie ist krank. Es muss einfach so sein, dass sie... Dass sie was? Leslies Mörderin ist. Also jetzt ist ja klar, dass du unser... Sie ist gestern gewaltsam bei mir eingedrungen und sie war aus einem bestimmten Grund da. Sie hat mir gedroht. Glaubst du mir nicht? Dann frag sie, woher sie Leslies Halskette hat. Danke. Ja, Sie können jetzt zu ihr. Danke sehr. Und Sharon, was soll das denn? Sekunde. Streck deine Hände aus. Was? Du hast gesagt, du vertraust mir. Einen Beschluss dafür. Ich habe Gas gerochen. Ich musste einbrechen. Bleib hier, wo ich dich sehen kann. Sharon, hast du mich erschreckt? Entschuldige. Ich hatte Philipp erwartet. Er hat viel zu tun. Er hat mich gebeten, dich abzuholen. Oh, ja. Was wird denn noch vermisst? Das Mobiltelefon, außerdem die Handtasche. Sie könnte das Zeug hier haben, falls sie es überhaupt hat. Das kommt eindeutig von unten. Rühr es nicht an. Hallo? Nein, ich brauche keine Doppelverglasungen. Oh. Ja? Was? Oh, ja, ja, klar. Tut mir leid. Können Sie das mit Bestimmtheit sagen? Ja, ja, natürlich sind Sie das. Ja, danke. Was gibt's? Das Resultat vom Labor. Der Lippenstift, der in deinem Büro gefunden wurde, gehört Leslie. Ich sag's dir. Sie treibt ein Spiel mit mir. Sie haben auch Spuren einer Schrift auf ihrer Hand entdeckt. Eine Uhrzeit, 11.15 Uhr. Und ein Initial. P. Wir gehen wieder aufs Revier, denke ich. Was? Es ist vorbei, Philipp. Ich hab sie nicht umgebracht. Philipp. Diese Hexe schiebt es auf mich. Das ist doch nun wirklich keine Lösung. Ich hab Leslie nicht getötet. Bitte, leg das Messer weg. Wir haben Leslies Mobiltelefon gerade hier gefunden. Vielleicht hast du es hier versteckt. Ich sag dir die Wahrheit, Harry. Ich schwöre bei Gott, ich habe niemanden umgebracht. Hör zu. Zurzeit weiß ich noch nicht, was ich glauben soll, okay? Ich weiß nur eines. Auf diese Art wird gar nichts gelöst. Und bitte, nimm das Messer jetzt runter. Thank you.
Gehen wir. Helen. Was ist mit dir? Ich sollte sie jetzt abholen. Das ist kein Problem. Sharon ist bei ihr. Okay. Alles klar? Ach, komm schon. Notaufnahme? Hallo, können Sie mir sagen, ob Mrs. Andrews noch bei Ihnen ist? Sekunde. Mrs. Andrews ist vor 20 Minuten entlassen worden. War sie allein? Sie war in Begleitung einer großen, dunkelhaarigen Frau. Im selben Alter, sie nannte ihren Namen nicht. Los, steig ein. Wo ist sie? Ich dachte, du willst mich nach Hause fahren. Philipp meinte, ich soll dich zum Holzlager bringen. Er arbeitet unten am Steg. Geht keiner ran. Weder Festnetz noch Mobiltelefon. Sie müsste längst zu Hause sein. Sie sind im Holzlager. Vater liebte es hier. Dieser Ort war sein ganzes Leben. Ein Glück, dass sich ein Mann wie Philipp drum kümmert. Ja. Einen wie ihn findet man nur einmal. Aber sollte er nicht längst hier sein? Nein. Und das wird er auch längere Zeit nicht sein. Hör zu, Helen. Ich bin zu dir nicht ganz ehrlich gewesen. Sieht süß aus. Er ist wunderbar. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Wenn man bedenkt, fast hättest du alles aufgegeben. Hast du noch nie einen Fehler gemacht? Doch, natürlich. Hör mal. Ich habe einen Hinweis vom Leichenbeschauer gekriegt. Die gehen davon aus, dass Sharons Tod ein Unfall war. Und Leslies? Wir haben keinen Grund zu denken, dass Sharon sie nicht getötet hat. Abgesehen von den Beweisstücken, die wir bei ihr gefunden haben, Handy, Halskette, Handtasche, haben wir auch mit ihrem Psychiater in Manchester geredet. Sie ging zum Psychiater? Seit dem Verlust des Babys. Ich hatte keine Ahnung. Sie war eine schwer gestörte junge Frau, unsere hochverehrte Miss Myers. Eins ist klar. Die volle Wahrheit werden wir wohl nie erfahren, nicht? Sie ist mit Sharon gestorben. Doch eins lässt mir keine Ruhe. Sharon war eine gute Polizistin, nicht? Ich meine, das war sie, trotz allem. Warum hat sie nur Leslies Mobiltelefon angelassen? Man könnte denken, sie wollte, dass wir es finden. Du hast Glück gehabt, Philip. Vergiss das nicht. Dein Sohn kriegt Hunger und seine Gäste auch. Machst du den Grill an? Ja. Du glaubst immer noch, dass er es war? Nein. Du bist gemein. Wir brauchen noch mehr von den Anzündern. Oh, soll ich welche holen? Oh, nein, nein, ich mach das schon. Okay. Vergessen wir das Ganze einfach. Wo gehst du hin? Die Feueranzünder. Wir haben keine mehr. Komm gleich wieder. Wo bist du gewesen? Ach, das war gar nicht nötig. Harry hat eine ganze Kiste in der Garage entdeckt.
Tja, jeder kann mal Dinge verlegen, nicht, Helen? Ich mache jetzt einen Kaffee. Willst du einen? Es war nicht schwierig, Schlüssel für ihr Haus zu besorgen. Du warst ja bei dem Makler angestellt. Kriege ich bitte ein Glas Wasser? Danke dir. Ich wusste, dass du mit Leslie geschlafen hast. Aber ich habe gehofft, dass es nur ein kurzes Abenteuer ist. Ich habe versucht, das als unwichtig abzutun, es zu verdrängen. Und das klappte auch. Ich bin damit klargekommen. Bis Sharon aufgetaucht ist, Philipp. Ja, stimmt. Ist das Sharon Myers? Ja. Da standen sie. Direkt vor mir. Die zwei Frauen, die versuchten, mir meinen Mann wegzunehmen. War es Schicksal oder so etwas? Ja, es ergriff meine Hand und sagte mir, hör auf, den Kopf in den Sand zu stecken und tu etwas. Leslie wäre nie gekommen, wenn ich sie gebeten hätte. 11.15 Uhr. Hi. Und ich wusste, wäre ich erst mal eingeschlafen, bist du schnell weg. Du konntest meine Gesellschaft noch nie lange ertragen, nicht, Philipp? Hast du mich je geliebt? Oder ging's dir nur um die Firma? Ich wollte nur mit ihr reden, sie fragen, warum sie das getan hat. Ich hatte nicht vor, sie zu verletzen. Das ist gelogen. Natürlich wollte ich sie verletzen. Vertrauensvolles Mädchen. Bei Sharon allerdings war es schon problematischer. Kurze Abenteuer waren eine Sache, aber... Verstehst du, ich wusste das mit ihr. Ich wusste es immer. Nicht, wer sie war, nein, nur, dass es sie gibt. Die andere Frau. Ich hätte damit leben können. Ehrlich, ja. Aber dann... Du weißt es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber... Sie hat dir ein Foto gegeben. Wolltest du vielleicht, dass ich es finde, damit ich einen Aufstand, eine Szene mache, dich verlasse? Aber das habe ich nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Aber plötzlich hatte diese Frau ein Gesicht... Sie war real. Und ich kannte sie. Ich kannte sie. Jedenfalls früher mal, vor langer Zeit. Du bist ein guter Mann, Philipp. Das bist du. Zumindest kannst du es sein, mit etwas Nachhilfe. Und ich dachte, wenn ich schwanger wurde, würdest du mich nie verlassen. Würdest dich anständig verhalten. Und das hast du ja auch. Du hast mit ihr Schluss gemacht. Du bist ein guter Mann. Aber ein Schwacher.
Wäre sie nicht hierher zurückgekommen, wäre alles in Ordnung gewesen. Sie hat gesagt, aus beruflichen Gründen, aber ich wusste es besser. Sie ist deinetwegen zurückgekommen. Ich wusste, ich kann sie nicht einfach töten. So wie... Leslie. Nein, ich musste mir was anderes überlegen. Ich habe ja schon Leslies Handy gehabt. Und die Halskette, die du gekauft hast. Und einen Lippenstift. Es ging nur darum, auf den richtigen Augenblick zu warten, um alles zu verstecken. Ich habe immer gedacht, ja gehofft, sie würde irgendwann einen Fehler begehen für dich. Gestörte Menschen sind ja so viel einfacher zu kontrollieren. Ich habe dafür gesorgt, dass sie zur Hauptverdächtigen wurde. Darum war es ganz leicht, Notwehr vorzutäuschen. Sie hat dich wirklich sehr geliebt, nicht wahr? Du hast mich zurückgehalten. Ich hätte sie retten können, du hast mich zurückgehalten. Das musste ich. Verstehst du, sie wusste es. Sie hat es durchschaut, Philipp. Ich konnte sie nicht leben lassen. Wir hätten auch vielleicht eine Lösung finden können, reden können. Was? Was, worüber reden können? Über was denn, dass ihr Vater sie missbraucht hat? Was dann? Du hättest dich doch nur erneut in sie verknallt. Das ist mein Leben. Du und das Baby, ihr seid für mich alles. Was wirst du jetzt tun? Sie können jetzt zu ihr. Danke sehr. Die wohnt Sharon. Was soll das denn? Sekunde. Streck deine Hände aus. Was? Du hast gesagt, du vertraust mir. Beschluss dafür. Ich habe Gas gerochen. Ich musste einbrechen. Bleib hier, wo ich dich sehen kann.
du mich erschreckt. Entschuldige. Ich hatte Philipp erwartet. Er hat viel zu tun. Er hat mich gebeten, dich abzuholen. Oh, ja. Was wird denn noch vermisst? Das Mobiltelefon, außerdem die Handtasche. Sie könnte das Zeug hier haben, falls sie es überhaupt hat. Das kommt eindeutig von unten. Leslie's. Rühr es nicht an. Hallo? Nein, ich brauche keine Doppelverglasungen. Oh. Ja? Was? Oh, ja, ja, klar. Tut mir leid. Können Sie das mit Bestimmtheit sagen? Du verstehst es immer noch nicht, Philipp. Ich habe dir gleich beim ersten Mal gesagt, ich bin keine Frau, mit der man rumspielen kann. Früher oder später werde ich das, was ich will, auch kriegen. Niemand weiß über die Sache Bescheid, außer uns beiden. Und es gibt überhaupt keinen Grund, wieso sich daran was ändern sollte. Aber nur solange du das tust, was ich dir sage. Der Ortsansässiger wird verhört. Eigentumsdelikt. Geldbuße für falsches Parken. Wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Kann man nicht mal niesen, ohne dass das jeder mitkriegt. Die einzigen Personen, die davon wussten, Harry, arbeiten in diesem Gebäude, um es genau zu sagen, in diesem Büro. Die Kleinstadt. Sowas verbreitet sich schnell. Was hältst du von David? Was? Wir müssen uns bald entscheiden. Wir können ihn ja nicht weiter Bäuchlein nennen, dann kriegt er einen Komplex. Was ist los? Hey, hey, hey. Hey, komm doch. Wir finden schon einen Namen. Nein, nein. Man denkt, man lebt in Sicherheit, weißt du? Aber dann stirbt Leslie auf diese Art. Man denkt doch, dass hier sowas nie passieren kann. Das soll doch jetzt die glücklichste Zeit meines Lebens sein. Ja, und zügig. Ich möchte keine Zeit mehr vergeuden. Also... Beeil dich bitte. Ja, bin sofort unten. Er tritt schon. Er
Er wird mal genauso ein Fußballer wie sein Vater. Glaubst du, ich werde ein guter Vater sein? Was? Naja, wenn ich an manches denke, was ich getan habe. Du warst noch ein Kind. Jedem tut irgendwas leid. Nur dir nicht, oder? Die Rolle der Schulrebellin war schon von Sharon besetzt. Ich meine, was weiß ich schon übers Vatersein? Im Ernst, es ist ja nicht so, dass ich das perfekte Vorbild hatte. Es geht nicht darum, was du getan hast, Philipp. Nur das, was du tun wirst, das zählt. Die Zukunft. Wir, das ist wirklich wichtig. Du wirst ein wunderbarer Vater sein. Du bist miserabel im Rasieren, aber ein wunderbarer Vater. Womit habe ich dich nur verdient? Unsere ganze Gemeinde ist tief erschüttert über Leslies furchtbaren Tod. Ganz gleich, ob wir sie persönlich kannten oder nicht. In diesem Gedenkgottesdienst erinnern wir uns an sie als eine lebhafte, warmherzige junge Frau, die bei den Kindern, die sie unterrichtet hat, sehr beliebt war. Eine ihrer Schülerinnen wird nun zum Ausdruck bringen, was sie empfinden im Angesicht des Verlustes. Gedenke von Christina Rossetti. Gedenke mein, wenn ich gegangen bin, weit weggegangen in das stille Land. Wenn du mich nicht mehr hältst an meiner Hand, noch ich im Gehen mich wende zu dir hin. Gedenke mein, wenn nicht mehr Tag für Tag dein Mund von unserer Zukunft planen spricht. Gedenke nur, du weißt, dass später nicht Beratung und Gespräch uns glücken mag. Doch solltest du mich eine Zeit vergessen und dann erinnern, sei nur nicht betrübt. Denn wenn dir Dunkel und Verderbnis lassen, nur eine Spur, Gedanken einst geübt, ist Heiterkeit viel eher angemessen als traurig. Gib's holen, aber ich mach uns einen Kaffee. Okay. Was machst du hier? Helen wollte, dass ich mir die Fotos ansehe und... Sharon, sieh mich an. Sieh mich an. Du hast gesagt, du weißt, wann ich lüge. Ich war es nicht. Ich schwöre bei Gott, ich war es nicht. Oh, hallo, Liebling. Hi, Schatz. Also, Helen, wir müssen das ein andermal machen. Ich muss wieder zurück zum Revier. Wie geht's denn voran? Noch gar nichts Konkretes, aber wir sind nah dran. Also dann. Macht's gut.
meine Hilfe nicht. Du stehst vor einer Mordanklage, Philipp. Die Indizien verdichten sich gegen dich. Das Risiko gehe ich ein. Sie haben einen Lippenstift in deinem Büro gefunden. Ja, und? Wenn der zu Leslies DNS passt, dann stürzen sie sich auf dich. Wir haben auch ihren Ex Paul Dalton aufgespürt, doch er hat offenbar ein wasserdichtes Alibi für den ganzen Abend. Uns gehen die Verdächtigen aus, Philipp. Aber ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Ah ja. Hör zu. Der Lippenstift wird nicht vor morgen früh ins Labor geschickt werden. Womöglich kann ich ihn austauschen. Wo bewacht Helen ihre Schminksachen auf? Im Badezimmer. Okay. Da ist dann noch der, der dich beim Juwelier gesehen hat. Du kannst sagen, es ist eine Überraschung für deine Frau. Ihr habt doch Hochzeitstag am Monatsende, oder? Ja, am 25. Ja. Siehst du, alles ist möglich für jemanden, der dich so sehr liebt. Und schon gibt's keine Probleme mehr. Solange du nur ganz ruhig bleibst. Leslie war nie bei mir im Büro. Wir haben uns niemals dort getroffen. Und? Und? Es ist nicht nötig, die Lippenstifte auszutauschen. Es kann unmöglich ihrer sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du hast gesagt, du glaubst mir. Tu ich auch. Ich habe doch gesagt, es ist mir egal, was du gemacht hast. Die kleine Nutte hatte es wahrscheinlich sowieso verdient. Das tust du nur einmal. Aber kein zweites Mal. Du weißt, dass es der von Leslie ist, weil du ihn da versteckt hast. Genau wie die Kette, oder, Sharon? Was redest du denn da, Philipp? Wo hast du ihn gefunden? In ihrer Wohnung? Wäre ein leichtes, oder? Okay, und wieso sollte ich das tun? Weil du mich in der Hand haben willst. Hier geht's nur um Kontrolle, Sharon. Habe ich recht? Lass das. Jetzt lass das! Los, verschwinde. Du machst einen unglaublich großen Fehler. Das werden wir sehen. Sollte der Lippenstift von Leslie sein, dann weiß ich mit Sicherheit, dass du mir das anhängst und auch deine Kollegen. Ach ja, und was denkst du, wem man glauben wird? Was hast du noch getan, Sharon? Außer, dass du Indizien manipulierst. Oder bist du noch weitergegangen? Wusste, wäre ich erst mal eingeschlafen, bist du schnell weg. Du konntest meine Gesellschaft noch nie lange ertragen, nicht, Philipp? Hast du mich je geliebt? Oder ging's dir nur um die Firma? Ich wollte nur mit ihr reden, sie fragen, warum sie das getan hat. Ich hatte nicht vor, sie zu verletzen. Das ist gelogen. Natürlich wollte ich sie verletzen. Vertrauensvolles Mädchen. Bei Sharon allerdings war es schon problematischer. Kurze Abenteuer waren eine Sache, aber... Verstehst du, ich wusste das mit ihr. Ich wusste es immer. Nicht, wer sie war, nein, nur, dass es sie gibt. Die andere Frau. Ich hätte damit leben können. Ehrlich, ja. Aber dann,
Du weißt es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber sie hat dir ein Foto gegeben. Wolltest du vielleicht, dass ich es finde, damit ich einen Aufstand, eine Szene mache, dich verlasse? Aber das habe ich nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Aber plötzlich hatte diese Frau ein Gesicht. Sie war real. Und ich kannte sie. Ich kannte sie. Jedenfalls früher mal, vor langer Zeit. Du bist ein guter Mann, Philipp. Das bist du. Zumindest kannst du es sein, mit etwas Nachhilfe. Ich dachte, wenn ich schwanger wurde, würdest du mich nie verlassen, würdest dich anständig verhalten. Und das hast du ja auch. Du hast mit dir Schluss gemacht. Du bist ein guter Mann, aber ein schwacher. Wäre sie nicht hierher zurückgekommen, wäre alles in Ordnung gewesen. Sie hat gesagt, aus beruflichen Gründen, aber ich wusste es besser. Sie ist deinetwegen zu tauschen. Weiß nicht, du siehst aus, als ginge es dir ganz wunderbar. Ja, am Apparat. Was? Verzeihen Sie, Miss. Entschuldigung. D.I. Sharon Myers. Schickes Schuhwerk. Naja, ich hatte noch keine Zeit auszupacken. Wie ist Ihr Name? Marcus, ma'am. Marcus, seien Sie so nett und besorgen Sie mir 2 Aspirin und einen Becher Kaffee, ja? Schwarz. Danke. Ja, gut. Verkatert? Ja, Alkohol habe ich noch nie vertragen. Na, hiervon werden Sie nüchtern. Wie heißt sie? Leslie Tennant. Also belogen? Ich war noch draußen. Ganz allein? Joggen. Nachts um 11:15. Um den Kopf klar zu kriegen. Ich musste über vieles nachdenken. Und diese unwichtige Tatsache ist dir dann praktischerweise entfallen? Etwas zu vergessen ist kein Verbrechen. Vermutlich werde ich nur älter. Ich wollte herkommen und es euch sagen. Heute. Warst du Leslies Liebhaber? Ich nehme an, du fragst das, weil es zu einer professionellen Befragung gehört und nicht, weil du einen persönlichen Rachefeldzug gegen mich führst. Antworten Sie nur auf die Frage, Mr. Andrews, bitte. Meine Frau ist im 8. Monat schwanger. Also findet jetzt kein Sex statt. Du bist frustriert und schaust dich woanders nach etwas Spaß um. Das ist dann wohl der Zeitpunkt, meinen Anwalt anzurufen. Warst du Leslies Liebhaber, ja oder nein? Nein. Was ist mit den beiden, die mit dem Hund draußen waren?
Hast du die überprüft? Vielleicht haben sie Leslie ermordet. Ist das eine seriöse Untersuchung oder eine Hexenjagd? Er lügt. Ja, mag sein. Aber solange wir nichts Greifbareres haben als pubertäre Eifersucht, gilt er als unschuldig. Woher wusste er das? Was? Wer ihn gesehen hat. Von mir hat er es nicht. Die Kleinstadt, sowas verbreitet sich hier schnell. Liegt schon das Ergebnis der Autopsie vor? Das besorge ich. Ja, und zügig. Ich möchte keine Zeit mehr vergeuden. Also... Beeil dich bitte. Ja, bin sofort unten. Er tritt schon. Er wird mal genauso ein Fußballer wie sein Vater. Glaubst du, ich werde ein guter Vater sein? Was? Naja, wenn ich an manches denke, was ich getan habe. Du warst noch ein Kind. Jedem tut irgendwas leid. Nur dir nicht, oder? Die Rolle der Schulrebellin war schon von Sharon besetzt. Ich meine, was weiß ich schon übers Vatersein? Im Ernst, es ist ja nicht so, dass ich das perfekte Vorbild hatte. Es geht nicht darum, was du getan hast, Philipp. Nur das, was du tun wirst, das zählt. Die Zukunft. Wir, das ist wirklich wichtig. Du wirst ein wunderbarer Vater sein. Du bist miserabel im Rasieren, aber ein wunderbarer Vater. Womit habe ich dich nur verdient? Siehst du, alles ist möglich für jemanden, der dich so sehr liebt. Und schon gibt's keine Probleme mehr. Solange du nur ganz ruhig bleibst. Leslie war nie bei mir im Büro. Wir haben uns niemals dort getroffen. Und? Und? Es ist nicht nötig, die Lippenstifte auszutauschen. Es kann unmöglich ihrer sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du hast gesagt, du glaubst mir. Tue ich auch. Ich habe doch gesagt, es ist mir egal, was du gemacht hast. Die kleine Nutte hatte es wahrscheinlich sowieso verdient. Das tust du nur einmal. Aber kein zweites Mal. Du weißt, dass es der von Leslie ist, weil du ihn da versteckt hast. Genau wie die Kette, oder Sharon? Was redest du denn da, Philipp? Wo hast du ihn gefunden? In ihrer Wohnung? Wäre ein leichtes, oder? Okay, und wieso sollte ich das tun? Weil du mich in der Hand haben willst. Hier geht's nur um Kontrolle, Sharon. Habe ich recht? Lass das. Jetzt lass das! Los, verschwinde. Du machst einen unglaublich großen Fehler. Das werden wir sehen. Sollte der Lippenstift von Leslie sein, dann weiß ich mit Sicherheit, dass du mir das anhängst und auch deine Kollegen. Ach ja, und was denkst du, wem man glauben wird? Was hast du noch getan, Sharon? Außer, dass du Indizien manipulierst. Oder bist du noch weitergegangen? Die ganze Nacht hier?
Nein, nein. Nur ungefähr seit 4. Und darum habt ihr ihn vernommen? Der Job ist wirklich manchmal ganz schön beschissen. Er ist ein guter Mensch, Harry. Ehrlich. Er würde keinem was antun. Du sorgst doch dafür, dass ihm nichts Schlimmes passiert. Natürlich. Schwöre es. Ich schwöre es. Sie sehen fertig aus. Was? Noch spät im Büro gewesen? Ich habe absolut keine Lust auf Ihre Spielchen, Harry. Ich habe gerade mit Marcus gesprochen. Wann wollten Sie mir denn mitteilen, dass man Andrews in dem Laden identifiziert hat? Ich halte es für ratsam, dass diese Information vertraulich bleibt. Vertraulich? Ja! Und wissen Sie, was nicht vertraulich ist? Meine Empfehlung, Sie von diesem Fall abzuziehen. Das können Sie nicht. Nein. Das Vorenthalten von Beweisen ist ein sehr ernstes Vergehen, Harry. Sie wussten, dass die E-Mails von Paul Dalton stammten. Ich wollte es Ihnen sagen. Haben Sie auch den Lippenstift untergejubelt? Reden Sie keinen Unsinn! Ach Gott! Sie sind ja so selbstgerecht. Ich habe einen Fehler gemacht, na schön! Ja. Sind Sie sicher, dass das Ihr einziger war? Was? Na, wir haben ja schon rausgefunden, dass keiner bezeugen kann, wo Sie am Abend von Leslies Tod waren. Und ich weiß mindestens einen guten Grund, wieso Sie sie aus dem Feld haben wollten. Vielleicht so eine Art absurde Gerechtigkeit für die Frau, auf die Sie noch scharf sind. Das DNS-Resultat da ist, rufen Sie mich an. Ich gehe ins Krankenhaus und rede mit Mrs. Andrews. Helen weiß sowieso nichts. Ich weiß, wenn du lügst. Du hast mich genauso angesehen, als du gesagt hast, du verlässt deine Frau. Weißt du es nicht mehr? Und? Ob ich mit Leslie geschlafen habe? Ich finde es raus. Verlass dich drauf. Ja. Nur einmal? Nach einer Party. Sie war zu betrunken zum Fahren, da habe ich sie nach Hause gebracht. Es war einfach nur Sex. Ich schwöre es. Ich schwöre es bei meiner Frau, dass... Lass das sein! Aber du bist ja deiner Frau auch nie treu gewesen. Wieso sollte ich erwarten, dass du es bei mir bist? Du warst doch gar nicht da, oder? Monatelang nicht, hast du selbst gesagt. Sharon, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich habe sie nicht getötet.
Das war es also mit uns. Ein Fehler. Wenn Hell nicht schwanger wäre und die Dinge anders wären, Sharon... Sag nichts, was du nicht so meinst. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ob ich mit Leslie geschlafen habe? Ja. Es war einfach nur Sex. Ich schwöre es. Ich habe sie nicht getötet. Ich schwöre es bei Gott, ich habe sie nicht getötet. Sharon Myers. Wo bist du gewesen? Ach, das war gar nicht nötig. Harry hat eine ganze Kiste in der Garage entdeckt. Tja, jeder kann mal Dinge verlegen, nicht, Helen? Ich mache jetzt einen Kaffee. Willst du einen? Es war nicht schwierig, Schlüssel für ihr Haus zu besorgen. Du warst ja bei dem Makler angestellt. Kriege ich bitte ein Glas Wasser? Danke dir. Ich wusste, dass du mit Leslie geschlafen hast. Aber ich habe gehofft, dass es nur ein kurzes Abenteuer ist. Ich habe versucht, es als unwichtig abzutun, es zu verdrängen. Ich kann dir nicht helfen, Philipp, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Sie will die Sache mir anhängen. Was? Den Mord an Leslie. Sie will Vergeltung oder sowas. Sie ist wütend, dass ich mich für Helen entschieden habe. Sie sprach davon, Beweismittel zu fälschen. Zum Beispiel wollte sie den Lippenstift, den du gefunden hast, gegen einen von Helens austauschen. Sie sagt, sie könnte mir helfen, wenn ich das tue, was sie sagt. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber weshalb ist sie sonst hier? Ganz einfach, sie wurde befördert. Das ist ja ein echter Zufall, nicht? Sie taucht hier auf, kurz darauf wird Leslie ermordet und das ganz in der Nähe von meinem Arbeitsplatz. Würde ich denn hier sitzen, wenn das nicht die Wahrheit wäre? Harry, sie ist krank. Es muss einfach so sein, dass sie... Dass sie was? Leslies Mörderin ist.
Also jetzt ist ja klar, dass du unsinnig bist. Sie ist gestern gewaltsam bei mir eingedrungen und sie war aus einem bestimmten Grund da. Sie hat mir gedroht. Glaubst du mir nicht? Dann frag sie, woher sie Leslies Halskette hat. Danke. Ja, Sie können jetzt zu ihr. Danke sehr. Und Sharon, was soll das denn? Sekunde. Streck deine Hände aus. Was? Du hast gesagt, du vertraust mir. Beschluss dafür. Ich habe Gas gerochen. Ich musste einbrechen. Bleib hier, wo ich dich sehen kann. Sharon! Hast du mich erschreckt? Entschuldige. Ich hatte Philipp erwartet. Er hat viel zu tun. Er hat mich gebeten, dich abzuholen. Oh, ja. Was wird denn noch vermisst? Das Mobiltelefon, außerdem die Handtasche. Sie könnte das Zeug hier haben, falls sie es überhaupt hat. Vergiss das nicht. Dein Sohn kriegt Hunger und seine Gäste auch. Machst du den Grill an? Ja. Du glaubst immer noch, dass er es war? Besser, wenn der Grill ausbleibt. Nein. Du bist gemein. Wir brauchen noch mehr von den Anzündern. Oh, soll ich welche holen? Oh, nein, nein, ich mach das schon. Okay. Vergessen wir das Ganze einfach. Wo gehst du hin? Die Feueranzünder. Wir haben keine mehr. Komm gleich wieder.
Hallo? Wer ist da? Ich wollte dir nur erklären. Hör auf! Lass mich los! Ja, gut! Dass sie deine Firma durchsuchen, wusste ich nicht. Ach, wirklich? Harry hat mich übergangen. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Philipp, bitte, wenn es nach mir ginge, sollte ich nie etwas tun, was dir schaden könnte. Ich will doch auf keinen Fall, dass du ins Gefängnis kommst, Philipp. Ich liebe dich. Du hast gesagt, du fühlst dasselbe. Du glaubst mir doch, oder? Philipp. Oh, Philipp. Alles wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Nein, ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Das ist nicht richtig. Wir sollten das lassen, wenn Harry rausfindet, dass du hier warst. Aber ich kann dir helfen. Ich brauche deine Hilfe. Du stehst vor einer Mordanklage, Philipp. Die Indizien verdichten sich gegen dich. Das Risiko gehe ich ein. Sie haben einen Lippenstift in deinem Büro gefunden. Ja, und? Wenn der zu Leslies DNS passt, dann stürzen sie sich auf dich. Wir haben auch ihren Ex Paul Dalton aufgespürt. Doch er hat offenbar ein wasserdichtes Alibi für den ganzen Abend. Uns gehen die Verdächtigen aus, Philipp. Aber ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Ah ja. Hör zu. Der Lippenstift wird nicht vor morgen früh ins Labor geschickt werden. Womöglich kann ich ihn austauschen. Wo bewacht Helen ihre Schminksachen auf? Im Badezimmer. Okay. Da ist dann noch der, der dich beim Juwelier gesehen hat. Du kannst sagen, es ist eine Überraschung für deine Frau. Ihr habt doch Hochzeitstag am Monatsende, oder? Ja, am 25. Ja. Siehst du, alles ist möglich für jemanden, der dich so sehr liebt. Und schon gibt's keine Probleme mehr. Solange du nur ganz ruhig bleibst. Ja. Das soll doch jetzt die glücklichste Zeit meines Lebens sein. Hey, alles wird wieder gut. Gott, bin ich wieder egoistisch. Nein, nein, nein. Du hast einfach Angst. Wir haben alle Angst. Geh heute Abend nicht laufen. Alles okay? Ja. Hallo? Hi, ich bin's. Und, hast du schon drüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Ich liebe dich. Ich kann dir helfen, Philipp. Ich bin die Einzige, die das kann. Ehrlich gesagt, hast du dabei überhaupt keine Wahl. Hörst du mir überhaupt zu? Oh nein, die haben wir schon. Ja, danke sehr. Wiederhören. Eine Versicherung. Ich komme zu spät zum Spiel. Bis dann, Schatz. Helen. Was tust du da? Ich rufe Sharon an. Was? Niemand darf rumlaufen und andere mit etwas beschuldigen, nein, nein. Was sie gar nicht getan haben. Sie haben mich verhört. Was? Wer denn? Wovon Die redest Polizei. Du? Ich weiß. Sharon hat's mir erzählt. Sie haben uns nein, alle nein, befragt. Nein, nein. Erneut. Sie haben mich nochmal befragt. Wann? Gestern. Warum? Ich meine, das ist doch lächerlich. Du würdest nie... Natürlich nicht. Entschuldige, ich habe nicht nachgedacht.
Ich liebe dich. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Die machen nur ihre Arbeit, ich weiß das, aber du weißt doch, wie herumgetratscht. Ja, ein Grund mehr ist, Sharon, zu sagen. Was, dass jemand in der Stadt denkt, ich hätte Leslie getötet? Sie mag eine Freundin sein, aber sie ist auch Polizistin. Außerdem, sie denken ja schon, dass ich... Aber ich verstehe nicht, wie die darauf kommen. Keine Ahnung. Die müssen doch einen Grund haben. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Was ist? Helen? Was ist? Was ist? Ich hole einen Arzt. Nein. Ist schon vorbei. Geht schon. Hey, musst du nicht zu deinem Fußballspiel? Ich werde dich doch jetzt nicht allein lassen. Ich hab doch gesagt, es geht wieder. Und wenn du da nicht auftauchst, denken die... Ist richtig, wir sollten das lassen, wenn Harry rausfindet, dass du hier warst. Aber ich kann dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Du stehst vor einer Mordanklage, Philipp. Die Indizien verdichten sich gegen dich. Das Risiko gehe ich ein. Sie haben einen Lippenstift in deinem Büro gefunden. Ja, und? Wenn der zu Leslies DNS passt, dann stürzen sie sich auf dich. Wir haben auch ihren Ex Paul Dalton aufgespürt, doch er hat offenbar ein wasserdichtes Alibi für den ganzen Abend. Uns gehen die Verdächtigen aus. Aber ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Ah ja? Hör zu. Der Lippenstift wird nicht vor morgen früh ins Labor geschickt werden. Womöglich kann ich ihn austauschen. Wo bewacht Helen ihre Schminksachen auf? Im Badezimmer. Okay. Da ist dann noch der, der dich beim Juwelier gesehen hat. Du kannst sagen, es ist eine Überraschung für deine Frau. Ihr habt doch Hochzeitstag am Monatsende, oder? Ja, am 25. Ja. Siehst du, alles ist möglich für jemanden, der dich so sehr liebt. Und schon gibt's keine Probleme mehr. Solange du nur ganz ruhig bleibst. Ja. Leslie war nie bei mir im Büro. Wir haben uns niemals dort getroffen. Und? Und? Es ist nicht nötig, die Lippenstifte auszutauschen. Es kann unmöglich ihrer sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du hast gesagt, du glaubst mir. Tue ich auch. Ich habe doch gesagt, es ist mir egal, was du gemacht hast. Die kleine Nutte hatte es wahrscheinlich sowieso verdient. Das tust du nur einmal. Aber kein zweites Mal. Du weißt, dass es der von Leslie ist, weil du ihn da versteckt hast. Genau wie die Kette, oder, Sharon? Was redest du denn da, Philipp? Wo hast du ihn gefunden? In ihrer Wohnung? Wäre ein leichtes, oder? Okay, und wieso sollte ich das tun? Weil du mich in der Hand haben willst. Hier geht's nur um Kontrolle, Sharon. Habe ich recht? Lass das. Jetzt lass das! Los, verschwinde. Du machst einen unglaublich großen Fehler. Das werden wir sehen. Sollte der Lippenstift von Leslie sein, dann weiß ich mit Sicherheit, dass du mir das anhängst und auch deine Kollegen. Ach ja, und was denkst du, wem man glauben wird? Was hast du noch getan, Sharon? Außer, dass du Indizien manipulierst. Oder bist du noch weitergegangen? So ist es nicht gewesen. Habt ihr euch immer dort getroffen? Hast du sie da getötet? Wieso tust du das? Ich weiß, du hast Leslie getötet. Du weißt gar nichts. Diese Kette lag in deiner Garage, Philipp. Eine Kette, die du für sie gekauft hast. Sehr clever, sie zwischen den Sachen deiner Frau zu verstecken. Ich mach es nicht. Und wie kommt sie dann dahin, Philipp? Worauf wartest du noch? Da hinten liegt ein Messer. Mit etwas Glück hat dich keiner kommen sehen. Ich bin mir fast sicher, dass du deiner Frau nicht gesagt hast, wo du hingehst, oder? Ich war es nicht. Sharon, ich war es nicht. Früher oder später werde ich das, was ich will, auch kriegen.
Niemand weiß über die Sache Bescheid, außer uns beiden. Und es gibt überhaupt keinen Grund, wieso sich daran was ändern sollte. Aber nur solange du das tust, was ich dir sage. Der Ortsansässiger wird verhört. Eigentumsdelikt. Geldbuße für falsches Parken. Wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Nicht mal niesen, ohne dass das jeder mitkriegt. Die einzigen Personen, die davon wussten, Harry, arbeiten in diesem Gebäude, um es genau zu sagen, in diesem Büro. Die Kleinstadt. Wo bist du gewesen? Ach, das war gar nicht nötig. Harry hat eine ganze Kiste in der Garage entdeckt. Tja, jeder kann mal Dinge verlegen, nicht, Helen? Ich mache jetzt einen Kaffee. Willst du einen? Es war nicht schwierig, Schlüssel für ihr Haus zu besorgen. Du warst ja bei dem Makler angestellt. Kriege ich bitte ein Glas Wasser? Danke dir. Ich wusste, dass du mit Leslie geschlafen hast. Aber ich habe gehofft, dass es nur ein kurzes Abenteuer ist. Ich habe versucht, das als unwichtig abzutun, es zu verdrängen. Im Arbeitsplatz. Würde ich denn hier sitzen, wenn das nicht die Wahrheit wäre? Harry, sie ist krank.
Es muss einfach so sein, dass sie... Dass sie was? Leslies Mörderin ist. Also jetzt ist ja klar, dass du unser bist. Sie ist gestern gewaltsam bei mir eingedrungen und sie war aus einem bestimmten Grund da. Sie hat mir gedroht. Glaubst du mir nicht? Dann frag sie, woher sie Leslies Halskette hat. Danke. Ja, Sie können jetzt zu ihr. Danke sehr. Yvonne Sharon, was soll das denn? Sekunde. Streck deine Hände aus. Was? Du hast gesagt, du vertraust mir. Einen Beschluss dafür. Ich habe Gas gerochen. Ich musste einbrechen. Bleib hier, wo ich dich sehen kann. Sharon, hast du mich erschreckt? Entschuldige. Ich hatte Philipp erwartet. Er hat viel zu tun. Er hat mich gebeten, dich abzuholen. Oh, ja. Was wird denn noch vermisst? Das Mobiltelefon, außerdem die Handtasche. Sie könnte das Zeug hier haben, falls sie es überhaupt hat. Das kommt eindeutig von unten. Rühr es nicht an.